Servus Leute, und da sind wir zurück nach einem kleinen Absturz von Steam bei unserer Schlacht hier um es nähert sich Arsi. Wie heißt die Stadt nochmal? Arsi heißt sie. Arsi, genau. Ja, es freut uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Höchstens. Also mich freut es, Ralf freut's nicht. Doch, mich freut's. Heute freut's mich sogar auch. Ausnahmsweise. Ist doch der gleiche Tag. Das müssen ja die Zuschauer nicht wissen. Achso, jetzt wissen sie es, aber ich hab's verkackt, es tut mir leid. Schon okay. Ausnahmsweise verzeih ich dir das mal. So, wo ist die Armee vom Gegner? Ich sehe sie nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich verstecken sie sich genau auf... in diesem schwarzen Streifen hier. Ja, Tatsache, da sind sie. Und sie bewegen sich alle komplett in meine Richtung. Echt? Ah, okay. Nee, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ah, hast recht. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. So, als nennt sich feindliche Unterstützung. Ich würde mich mal nicht zu weit vortrauen, weil die werden wahrscheinlich hier in relativ großen Mengen dort in dem Wald auch noch drin sein. Manche Belagerungswaffen würde ich eher ein bisschen weiter hinten lassen. Ja, da könntest du allerdings recht haben. Da könntest du recht haben. Das werde ich tun, mein Herr. Steinschleuderer! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten. Oder noch besser, Feuer gleich auf die blöden Kriegselefanten. Ja. Aber die sind leider außerhalb der Reichweite meiner Ballisten. Oh, okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber meine Steinschleuderer können auf jeden Fall schon mal die libyschen Hopliten hier direkt auseinandernehmen. Ja, großartig. Und der Rest bewegt sich gerade tatsächlich auf mich zu. Nee, es sieht eigentlich eher danach aus, als wenn die sich mit ihrer Verstärkung da irgendwie vereinigen wollten. Ah, das kann natürlich auch sein, ja. Aber warum schickt er das eine Bataillon libysche Hopliten vor, um abgeschlachtet zu werden? Ich meine, ich bin sehr dankbar dafür, dass der Computergegner sich dumm anstellt, aber muss es denn so dumm sein? Angriff! Sehr schön. Die Barbaren nehmen den Süden richtig auseinander. Tja. Die Barbaren wissen halt, wie es gemacht wird. So ist es. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ah, ich kann doch auf die Elefanten schießen. Oh, nice. Also nur, ob wir sie treffen. Bewegliche Ziele ist immer eine schwierige Sache. Ja, wobei die Ballisten in dem Spiel hier... Die treffen ja alles eigentlich. Deine Fernkämpfer sind gerade ziemlich alleine. Willst du die da tatsächlich in der Nähe von den Elefanten so alleine lassen? Ja, ich hab's mir gerade anders überlegt. Ja, doch eine relativ gewagte Geschichte. Hallo, könnt ihr mal schießen? Ah, ich muss vielleicht das Explosivgeschoss noch ausrüsten. Boah, wobei das normale Geschoss auch ganz gut Schaden macht, also... Ja. Aber ich glaube, das Explosivgeschoss macht tatsächlich ein bisschen mehr Schaden an... An Infanterie. Ja, okay, vielleicht doch lieber nicht auf die Elefanten feuern, weil die... stehen dort komplett alleine gerade rum und... Ja, besonders super. Genau, so ein Explosivgeschoss trifft den Elefanten. Fuck that shit. Naja, okay, es ist eine explodierende Amphore, also kann ich schon verstehen, dass die nicht so monstermäßig viel Schaden anrichtet. So, ich bin so ein bisschen gerade im Zwiespalt, ob ich meine Leute sprinten lassen soll. Eigentlich schon, weil sonst ist der Kampf vorbei, bis die mal endlich vorne ankommen. Die Mutter verlangt nach Blut! Immer wieder diese Staubsaugervertreter. Ist schon echt schlimm, ne? Tja, da kann man nichts machen. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Sie war nie gegen uns, du Bastard. Alter Mann, ich habe jetzt mit den Explosivgeschossen alle Elefanten getötet. Oh, nice. Unser General wird angegriffen. Nein, einer lebt noch und der ist stürmisch. Sehr nice.
Oh, aber deine eine Schwertbande wird gerade auseinandergenommen. Meine Schwertbanden werden gerade allgemein... Ah, scheiße! Von mir selber auseinandergenommen. Ah, ich sprinte so schnell ich kann. Das ist ein ja, ganz gechillt. Ja, diese libysche Infanterie ist echt gar nicht mal so schwach. Nee, die darf man nicht unterschätzen. Ja, und dieser eine Elefant, der hier noch rumgurkt. Bei der er eigentlich durch die eigenen Reihen genauso durchstürmen müsste. Macht den aber irgendwie aus irgendeinem Grund nicht wirklich Schaden gerade. Ah nein, die Flotte kommt auch. Pass auf, deine Fernkämpfer. Scheiße. Ja, hinter denen ist auch noch ein Elefant her. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Nein! Das ist ein schändlicher Angriff. Wenn meine Leute da sind, werden die so am Zahnfleisch kriechen. Herrliche Adelige! Jetzt im Nachhinein wäre es mir echt lieber gewesen, wenn er seine Truppen auf mich geschickt hätte. Naja, es war eine finanzielle Entscheidung. Ja. Die Kämpfer sind bereit! Das Problem ist, du kannst deine Truppen nicht so wirklich nachrekrutieren. Das habe ich auch nicht vor. Ich habe ja vor, die Armee wieder in Kamuludun um neu aufzustellen. Ich will ja jetzt auch mal expandieren. Ja. So gern ich dir helfe, edler Freund. Ja, natürlich. Aber es ist schon verständlich, dass du... Ah, du behinderter Elefant! Vielleicht solltest du mal einen... Ja, bin ich schon dabei. Bin ich schon dabei. Oh! Jetzt sind meine Truppen mal so halbwegs auf dem Weg, fast da zu sein. Du solltest vielleicht mal deine Streitwegen einsetzen. Oh, ja, stimmt eigentlich. Hm? Ach, wer braucht schon Streitwegen? Das habe ich jetzt echt mal dezent vergessen. So, Streitwegen? Hallo? Da war ja was. Die habe ich ja auch noch. Das ist halt echt so. Aha, der Elefant ist nicht mehr. Boah, endlich. Geil. Oh fuck. Und die libyschen Speerträger nehmen gerade dein fliehendes Schwertbande-Bataillon sauber auseinander. Ah, ihr Wichser! Ah, aber es sieht gut aus. Los, Mob, sprintet! Ja! Sieg! Der Feind ist gebrochen. Heute sind Tod und Unehre das ihrige Schicksal. Doch ist ihre Niederlage wie immer eine knappe. Ja, gut, wenn wir halt einfach so ein gemeinsames Battle machen, dann kann das ja nicht schief gehen. Ja, nee, geht ja schon in einem Einzelbattle nie schief. Alter, aber diese libysche Infanterie und diese libyschen Peltasten, die haben jetzt schon ganz schön reingemetzgert. Aber sie hatten keine Chance gegen den Zorn des Nordens. Sehr schön. Ich bin stolz auf uns. Ja, haben wir sehr gut gemacht. Schau mal auch, wie viele Leute mir noch übrig geblieben sind. Ja, alle. Hab ich taktisch sehr klug gemacht, muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Ja, du hast deine Leute halt ein bisschen Laufübungen machen lassen. Ja, richtig. Ja, die müssen ja auch mal ein bisschen trainieren, ne? Die können ja nicht einfach immer hier so hahaha mal in der Aber Stadt Ralf, rumstehen und blöd gucken. Ja? Gute Nachricht, kein Bataillon ist draufgegangen bei mir. Oh, sehr schön. Das sind ausgezeichnete Nachrichten. So, das bedeutet, der Libyer ist jetzt endgültig da weggeprügelt. Ich bleib neben Arse mal stehen, falls der Garamant da jetzt irgendwie meint, er muss angesegelt kommen. Ja. Okay, ich bleib da eh stehen wegen der Fortbildung. Ja, aber kannst dich ja schon mal mental drauf einstellen, dass wir Numantia. Arevaki, genau, Numantia. Einmarschieren. Ja, müssen wir halt nur noch schauen, mit welcher Armee ich dann da einmarschiere. Ja, stimmt. Ob ich da die Leviathane dafür nehme oder ob ich da die Crunchnancer Cruncher dafür nehme. Ja, ja, bist du Crunch eigentlich Herr der Zeit? Ich bin Herr der Zeit. Ich bin bei 9 Minuten 21. Ja, da ist er vollkommen entspannt hier. Die ist ja super entspannt. Die Crunchnancer Cruncher müssen jetzt aber auf jeden Fall auch wahrscheinlich ein paar Verluste hinnehmen. Okay. Keine Bataillone. Weil es gibt ja noch die Galäker zu besiegen, die gerade meine Stadt belagern. Ja, stimmt, da bin ich ja im Gewaltmarsch, habe ich mich jetzt extra aufs Meer hinaus begeben. Was, im Gewaltmarsch? Ja, sonst wäre ich nicht hingekommen. Ja, fuck. Dann gehört Ulysses zu ihnen.
Wieso? Weil das nur eine Runde Zeit hat zum Ausfallen. Ach so? Ja gut, aber ich wäre anders nicht hingekommen. Ja klar, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Fuck. War das alles? Scheiße. Hast du vielleicht noch irgendwie einen Agenten, mit dem du die in irgendeiner Weise behindern Agenten kannst? Können auf dem Wasser keine Aktionen machen. Fuck, Mann! Der einzige Agent, den ich bei dir unten noch hatte, der ist gestorben. Das ist doch scheiße. Aber warum nur eine Runde, hä? What the fuck? Du kriegst nicht mal Verschleiß. Das kann ich mir nicht vorstellen. Meine ich zumindest, dass es das irgendwie ist. Nee, steht nirgendwo da. Ich meine, dass ich eine Nachricht bekommen habe von wegen, ja, hier, mach hinne, du musst ausfallen. Olisipo, eine Nebensiedlung, hat eine Seeblockade. Mehr hast du nicht, der belagert dich nicht, er hat nur eine Seeblockade verhängt. Er kann dich ja im Prinzip mit der Flotte eigentlich nur angreifen, also nur direkt angreifen. Er kann dich nicht aushungern lassen. Kann er ja nicht machen, du kriegst ja keinen Verschleiß. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das so ist. Sonst wäre das jetzt ein bisschen scheiße. Ja, was wollte ich noch machen? Ach ja, Uluna darf noch hier in den militärischen Alpha-Status. So, und hier wollte ich noch, genau, hier wollte ich noch den Heiligen Hain und das nutzbare Land bauen. Sehr schön. Camulodunum. Dauert zu lange, bis es wächst, verdammt. In 7 Runden ist immerhin schon mal die Kriegsaristokratie fertig. Oh, da kann ich eine Metstube bauen. Oh, no. Oh, nice. Aber das nutzbare Land ist fertig. So, Reservoir. Runde Ben. Hä? Achso, Lugotorix. Ah, Lugotorix kann noch einen Rang aufsteigen. Sehr schön. Wie kann ich euch helfen? So, die Leviathane dürfen jetzt so schnell bei keiner Schlacht mehr mitmachen. Die sind ganz schön am Arsch. Kalkerdekopf. Ich glaube, ich bin einmal mit seiner Schwester ins Bett gestiegen. Minus 5% Moral für feindliche Einheiten. Plus 5% Moral für eigene Einheiten. Alter. Nice. Er hat einen Kopf als Gefolge. Einen abgetrennten. Krass. Ja, genauso wie das getrocknete Herz. Feind wurde zu einer Satrapie. Hä? Oh, der Libyer wurde zur Satrapie vom Ägypter. Okay. Oh, fuck. Okay, schließt Frieden mit der Satrapie. Ja. Muss ich fast. Weil mit dem Ägypter kann ich mir jetzt keinen Krieg erlauben. Nö. Nee. So, dann hat der Ägypter den Libyer jetzt zur Satrapie gemacht. Ja, das ist ja geil. Das Schöne ist, du kannst jetzt eine Fraktion, die mit dem Libyer noch im Krieg ist, kannst du anbieten, dass du ihn gegen Libyen in den Krieg beitrittst, ohne dass Ägypten dabei pissig auf dich wird. Also sie werden pissig auf dich, aber sie sind nicht gleich automatisch mit dem Krieg. Das heißt, wenn du dir Karthago wiederholen willst, ja, da sitzt der Libyen jetzt drinnen, die wird wahrscheinlich auch so schnell da keiner rausprügeln. Ja. Dann machst du folgendes, suchst dir eine Fraktion, die mit Libyen im Krieg ist und bietest ihnen an, dem Krieg gegen Libyen beizutreten. Ah, okay. Genau, weil dann, wenn du ihnen nämlich so den Krieg erklärst, ist Ägypten mit dabei als Lehnsherr. Mhm. Wenn du aber den Krieg beitrittst, dann sind die nicht mit dabei, habe ich schon ausprobiert. Okay, das klingt sehr weise. Muss ich nur schauen, ob es da überhaupt noch Fraktionen gibt, die großartig mit dem Krieg sind. Ja, ich schätze schon. Ich denke mal, dass Rom oder so wird sicher mit denen... Ja, wobei... Naja, schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal hier in Iberien Frieden reinbringen, dann können wir über Krieg wieder reden. Krieg! Also auf jeden Fall sind mal die 3 Bündnisse vom Libyer gebrochen. Ja klar, er darf jetzt keine Verbündeten mehr haben. Als Satrapie. Aha, ich habe mal wieder die Mission bekommen, Karthago zurückzuerobern. Ja, das wird eine Weile auf sich warten lassen. Das wird ein wenig dauern. Reden wir nicht mehr. Ha, und du wurdest nicht getötet bei Olisipo. Ja, zum Glück. Aber ich kann jetzt trotzdem nicht direkt ausfallen. Muss trotzdem wieder du machen, schätze ich. Nö. Ah, nee, bist sogar dabei. Ich dachte eigentlich, dass man im Gewaltmarsch nicht als Verstärkung dabei sein kann, aber offensichtlich... Doch, wenn du ausfällst, kann man als Verstärkung schon... So, ich wähle die ausgeglichene Stellung, weil da bleiben mir 89% meiner Streitkräfte übrig. Ausgezeichnet.
Und jetzt ist meine Armee oder meine Flotte nämlich nicht mehr im Gewaltmarsch. Ah, okay. Nein! Die Elefanten sind tot. Scheiße. Aber bei mir ist Gott sei Dank nicht allzu viel draufgegangen. Wir erwarten einen neuen Golf. Die Elefanten waren mir sowieso zu teuer und da das nur halb so viele sind wie in der Generalsarmee und sie auch noch schlechter sind. So, die crunchen denn zur Crunch. Ah doch, sie sind trotzdem noch im Gewaltmarsch. Okay. Ha, aber der General ist aufgestiegen. Ich kann ihn nun zum Strategen machen. Ausgezeichnet. Oder ich mache ihn zum Krieger. Plus eins auf Hingabe. Ah, Hingabe klingt eigentlich ganz cool. So, und ich mache jetzt, glaube ich, mal statt den Elefanten lieber zweimal Adelskavallerie. Die sind zwar noch ein bisschen teurer, aber dafür richtig ordentliche Kavallerie mal. Hat auch was. Und schick vielleicht mal einen deiner Agenten nach Brigantum, dass du siehst, was der da drin stehen hat. Also was der da für Truppen rekrutiert hat. Ich könnte schwören, wahrscheinlich sind es nur irgendwelche Heerbanner, aber... Oh, er hat Brigios vor Olisipo stehen. Ja gut, meine Agenten kommen da jetzt beide nicht hin. Weil die halt beide relativ weit weg sind. Ja gut, halt nicht ganz hin, aber zumindest halt der nächste Runde. Ja. Ich schau mal, ob ich vielleicht den... Brigios töten kannst. 20%, dass er abtrünnig wird, 75%, dass er aufgehalten wird. Würde schon mal was bringen, also zumindest jetzt nicht hier Olisipo irgendwie sabotiert oder so. Ja. Dann mache ich das mal so. Oh, der Arevaki kommt. Oh, wo? Die rasende Wut ist Neto. Ja, da bei Arsee kommt er. Aber mit einer relativ kleinen Armee. Oh, das ist natürlich gar nicht so uncool. Ja, aber das ist nicht seine einzige Armee, die er hat. Ja, ja, das weiß ich schon, aber... Also glaube ich zumindest. Du müsstest mal noch einen Spion ausbilden, wenn du das kannst, und den da nach Numantia schicken. Fürchte, dass ich das nicht kann. Mein letzter Spion hat ja ins Gras gebissen. Ja. Ah, doch, kann ich sogar. Ich kann jetzt zwei von jedem Typ haben. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Dann werde ich jetzt Umastart rekrutieren. Umastart. Ah, fuck. Okay, das war unklug. So. Jetzt habe ich nämlich keinerlei Kohle mehr, um die abstoßenden Ekel weiter zu... Also für die abstoßenden Ekel weiter zu rekrutieren. Hm, da kann man nichts machen. Ja, jetzt ist die Frage, was ist mir gerade wichtiger, dass ich Mimimi und Dimidi noch die zwei Kavallerie-Bataillone gebe? Oder dass ich meine abstoßenden Ekel mal ein bisschen auf Vordermann bringe? Das ist eine gute Frage. Ja, eigentlich fast eher Zweiteres, ne? Ja, ja, die abstoßenden Ekel. Andererseits, nee, der hat nämlich in Brigantium auch relativ viel sitzen. Da brauche ich echt jede Einheit, die ich kriegen kann. Ich hätte einfach die blöde Spionin da nicht machen sollen, weil die bringt mir jetzt echt vergleichsweise deutlich weniger. Die schickst du nach Brigantum und lässt sie ein bisschen rumsabotieren. Ja, klar, ist jetzt... Aber er hat da nur die Garnison, okay, 4 iberische Schwertkämpfer, 4 iberische Stammeskrieger, 4 iberische Plänkler. Pff, ist jetzt nicht so... Ja, Moment, ich rede ja nicht von der Garnison, ich rede ja von der Riesenarmee, die da... Ja gut, da weiß ich halt nicht, was drin sind. Wenn da jetzt nur Heerbanner oder so drin sind, dann schaffst du die ja locker mit deiner Armee wegzuklatschen. Also ich bitte dich. Ich bitte dich, bleib mal sachlich. Na, gehören Sie bitte. Hä, jetzt habe ich schon wieder einen Agenten, der... Ah, nee, Quatsch, das ist... Ah, doch, der Spiel. Ah, Kriegsaristokratie, bitte. Es dauert so gefühlt zu 100 Jahre, bis es endlich erforscht ist. Es dauert wirklich 100 Jahre. Tja, so ist das nun mal. Da kann man nichts machen. Einmal so. Zack. Und Runde beenden. Aha, Bündnis gebrochen. Libyen und Nasamone. Libyen und Garamant. Libyen und Arevaki. Libyen und Ägypten. Frieden verhandelt. Frieden verhandelt, Karthago und Libyen. Rang erhöht, Latikos. Ich bin natürlich ungern der Buhmann, aber wir sind schon wieder fast am Ende. Oh! Entschuldigung. Also bei 19:30 sind wir, also die Runde kannst du auf jeden Fall noch fertig machen. Ja. Weil ich ja nicht so lange brauche, ne? Satrapie erschaffen, Ägypten, Libyen. Haushalt erweitert sich.
Ich würde übrigens mal an deiner Stelle die Oluna in den Blutrausch Britannias reinsetzen, solange sie nichts macht, weil da kann sie die dann schön weiter... Ich habe die in den militärischen Eifer-Status. Inspiriert die lokale Bevölkerung, der Anstieg militärischen Eifers hilft zudem, die Siedlung vor Ort vor Agentenaktionen zu schützen. Okay, ja. Aber da keine feindlichen Agenten momentan in der Nähe sind, bilde ich das Militär aus. Da hast du durchaus recht. So, Camulodunum ist jetzt auf Stufe 3, brauche ich aber Stufe 5. Boah, benötigt das Wachstum 156. Scheiße, Mann. Das dauert ja noch ewig, ey. Wie könnte ich das denn noch ankurbeln? Ermutigte Bevölkerung. Ja gut, wenn die Bevölkerung mehr ist, wie ermutigt ist. Dann wird das Wachstum weiter gesteigert. So, die Leviathane stelle ich auf jeden Fall mal so hin, dass sie definitiv vor Ase stehen, dass der das nicht angreifen kann, der Arawaki, ohne dass er meine Armee angreift. Das klingt vernünftig. Der kleine Bastard, der. Hinkommen tust du nicht, oder? Dass du den angreifen kannst. Nee, leider nicht. Okay. Weil der wäre gerade im Gewaltmarsch, das wäre natürlich richtig nice. So, ich nehme mal Gurix. Mission erfolgreich. Rekrutiert den folgenden Agenten Spion. Geheime Praktiken für 6 Runden. 5% Erfolgswahrscheinlichkeit für alle Aktionen und seine List ist dauerhaft erhöht. Das klingt doch toll. Den schicke ich gleich nach Numantia runter, weil da hat er gar nicht mal so weit hin. Muss nur komplett durch Gallien durch. Ach ja. Ja, Freunde, dann sind wir schon wieder am Ende für diese Aufnahmesession. Grand Session. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, Ralf. Let's play together Total War Rome 2 mit Ralf und Max. Bis dahin, au revoir, mon ami. Oui, au revoir.